Was? Vor was Vorsicht leicht? Naja, vom Hundezwinger wahrscheinlich. Nur bei den Hunden kenne ich auch einen Trick. Die greifen nicht an, solange man nicht rennt. Zu entsorgendes Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details. Verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Da kommt noch spannender. Hallo Jungs und Mädels. Hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie mit Schießübungen... Ich sehe, dass diese wie die Wackelköpfe vom siebten Teil, dass man die suchen muss. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo, Mr. Raccoon, over. Okay, jetzt bald Zeit für einen Karo-Schlüssel. Jesus. Okay, jetzt können wir diese depperten Mr. Raccoon suchen. Schau, wie der ausschaut. Er atmet. Nein, das sind, der Kopf ist eingefallen ein bisschen. Die Haare liegen drüber, deswegen. Ich kann aber nicht zum Hundezwinger gehen jetzt ohne Shatterwaffe. Auf das habe ich keine Lust. Und ich sollte irgendwie speichern. Kann ich nicht irgendwie vorher speichern? Liegt da was rechts? Regenschirm. Ja, Regenschirm. Das ist, weil ich selber nicht konsequent bin. Ich habe gesagt, ich warte noch. 4763 war das, gell? 7463. Da, rechts. Hinter dir. Okay, warte. So, was jetzt war hinter mir? Ein Auto. Ja, aber die haben alle keine Nummer. Oh ja, 911, also. Ja, genau. Oh ja, auf der Tür, auf der Seite. Ja. Oh ja, beim anderen ist wo gestanden. Da, bei dem steht es auf der Seite, rechts. Nicht bei dem. Wurscht, der ist scheißegal. Da links. Der da könnte sein. Das linke Auto da. Das da. Auf der anderen Seite, irgendwo steht es. Oder auf dem Kennzeichen vielleicht. Untersuchen. Ah. Da. Danke. Ja. Deppert eigentlich, ja. Ich untersuche nochmal alles, ist dir aufgefallen? Einmal habe ich nicht untersucht. 7439, da steht es eh am Kennzeichen, sag ich ja. So, welche ist jetzt besser? Wahrscheinlich die. Na sicher ist die besser. Nur zum Zielen ist besser. Alleine schon. Weil ja. Das gefällt mir, ja. Sieht denn da? Ne? Die ist zielgenauer. Die Samurai Edge und die ist. 13 Schuss. Der andere? Die schießt aber zwei Schüsse auf einmal, ne? Kann das sein? Ich denke mir schon, dass die besser ist, weil sonst... Ich wusste, ich nehme es einfach. Das war's. Na. Was?
Ist wurscht, er muss sowieso sterben, sonst komme ich nicht vorbei. Entweder er stirbt oder ich stirb. Ist wurscht, ich heile mich jetzt nicht. Er muss. Er muss oder ich muss. Einer von uns zwei muss gehen, heute noch. Weil sie uns nicht packen können. Jetzt ist es. Das hat mir zwar jetzt viel Munition kostet, aber besser, ich hab dann die. Alter. Na. Das ist aber wurscht. Um den kann ich rundherum gehen. Läuft gerade. Spät. Na, ja, nicht zu früh, Freund. Da hinten sind die Hunde. Ich weiß eh. Deswegen gehe ich jetzt in die andere Richtung einmal zuerst. Nicht zu freuen früh. Kann ich nicht irgendwo speichern? Okay, sehr gut. Das ist aber schon gemein gemacht, wirklich. Boah, sind das zwei? Ja. Alter. Du kannst mich einmal schlecken. Eigentlich traurig, dass ich mich in die Leichenhalle verstecken gehe. Oh ja. Willst du das wagen? Ja, ich muss wagen. Also ich muss das halten, warte. Nein, nein, ich schau nochmal. Vielleicht liegt einfach irgendwo was drauf, weißt? Mhm. Die lebt noch? Oder wieder? Okay, das heißt, der da drüben ist der einzige, der wirklich anscheinend tot ist. Oder was haben könnte. Was Wichtiges. Schlüsselkarte oder was auch immer. Mhm. Genau, das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber keine Munition verschwende ich an dir, mein Freund. Weißt du, was jetzt das Problem ist? Ich muss auch wieder zurück. Das ist eine gewöhnliche Reaktion. Göttliche Reaktion. Ich weiß nicht, ich trau mich da nie draufschieben. Die Lehren gehen nicht weiter raus, oder wie? Hm. Scheiße, ich schieb den nachher auch noch raus. Gesucht ist. Alter.
Wer versteckt dein Kraut bitte da hinten? Tja, das... Das wüsste ich gern. Rot und Blau ist ein starkes Gegengift, gell? Rot ist rot verstärkt, Blau ist für Gift und wenn es Grün dazu gibt, ist es ultimativ. Ja eh, Rot und Blau ist starkes Gegengift. Weiß ich nicht, ob man starkes Gegengift sagen kann. Da liegt eine Granate. Tschüss. So, will ihn nicht mehr sehen. Das Problem ist, ich muss da durch. Autopsie würde... Scheiße, steht jetzt nicht. Name des Verstorbenen, Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt, Beobachtungen. Vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden, Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane. Ah, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Was heißt Kleptomane? Zwanghaft stehlen. Ach so. Habe ich die Kurbel vergessen irgendwo? Also ich habe keine gesehen. Kann das sein, dass ich die Kurbel nicht mitgenommen habe? Dann scheiße ich gleich drauf. Ich habe keine gesehen. So muss ich gehen. Okay, sehr gut. Ich habe nicht so viel Munition, dass ich das jetzt schaffen könnte. Blendgranate ist Sinnloch. Loch. Sinnloch, ja. Die ist voll Sinnloch, die Waffe. Na schau, wenigstens bist du in einer Stadt mit einem langen Gesicht. Ich weiß, die Blendgranate, die hilft, dass er stirbt oder dass er abgehängt ist. Stimmt eigentlich. Ja, ja, ja. Jetzt, wie gesagt. Weil ich war auch da sehr blind. Ich würde was sagen, ich habe mit denen überhaupt kein Mitleid. Du bist so ein Wichser! Wenigstens schon. Jetzt ist das Messer los. Das ist erst tot. Das Messer will ich ja nicht los sein, Caro. Das ist ja das Thema. Ja, eben, das meine ich ja. Ich muss nur kurz da weg, sonst. Puh. Darum habe ich ja gemeint, das ist deppert jetzt, weil du bist dein Messer los. Ich hol mir ja was. Achso, das meinst du. Haben wir gedacht, ja, hahaha, jetzt ist sein Messer los. Nein, ich habe gedacht, super, jetzt ist er tot. Jetzt hast du ihn praktisch erwischt und der dich nicht. Aber dafür bist du dein Messer los. Ich überlege, ob ich nicht wieder kommen soll mit dem Granatenwerfer, dann schauen sie blöd. Ich würde halt die Lücke schon mit dem Granatenwerfer machen, weil du kriegst das eh immer wieder oder kannst das bauen. Oh, was haben wir da? Das GM9. Das kann man sicher da drauf. Klatschen, oder? Na komm, das ist dann fürs Maschinengewehr. Du kannst was essen. Das Speichern hätte ich gerne und nicht essen. Munitionstechnisch habe ich jetzt nicht mehr viel dabei. Mhm. Dabei. In der Kiste dann noch. Einmal kann ich noch mixen, glaube ich. Ah, sehr gut. Das hört sich auch nach Safe Room an. Ha, jetzt habe ich einen Insider. Siehst? Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich werde nachher die Licker einfach auslöschen. Die müssen sowieso weg. Du, jetzt habe ich einen Insider.
Wegen den ganzen Tipps. Gut, dass wir nicht genug Platz dabei haben. Ja. Na, schalt es nicht. Ja. Ah, Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. W.W. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Flüchte... Die Flüchte? Jetzt hast du falsch gesprochen. Nein, jetzt war ich ein Chines. Die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine... Ja, normal heißt es auch Lorbeeren. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage. Dann wird schon alles glatt gehen. WB. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden. Selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G oder G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt, WB. Ja, also wenn es nicht alles weißt, aber das Wichtigste wirst du ja wissen noch, ne? Wenn man es einmal durchspielt. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. WB. So, jetzt geht's. Mich so, schau her, da mal Kiste, sehr gut. Na gut, das ist aber... Muss ich das vorlesen? Das ist sinnlos. Ja. Das ist, na, das ist egal. Aber ich lese trotzdem vor. Weißwedelhirsch, Männle, gut, das ist egal, ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mal anspruchsvollere Tiere zuwenden. Sibirischer Tiger. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seinen dampfenden Eingeweide herausgeholt. Er ist fast raus. Ja, ich hab's schon gecheckt. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben, Schwein. Der Körper des Exemplars ist weich, schön, komplett weiß. Und er gehört mir für immer. Ein bisschen pervers ist er. Ein bisschen sehr. Schau, da ist auch die. Hier ist eine Herztür, okay? Mhm. Haben wir den Herzschlüssel nicht gerade gekriegt vorher? Karo-Schlüssel haben wir gekriegt. Achso, ich glaube, den haben wir schon länger. Ja. Weh. Wem ist denn das Büro, Eva Marons? Ja, da habe ich mir nämlich gedacht, weil, weißt du, gegen Frauengewalt, gegen, also für den Tierschutz, all das, was halt genau das Gegenteil ist. Das Problem ist, ich sehe gerade, ich habe kein Schießpulver mehr. Hochwertiges Schießpulver hast. Weißt du, was ich einfach mache? Ich werde mir jetzt wirklich, wenn Licker kommt... Oh ja, Schießpulver! Ja, eins habe ich. Hops, jetzt habe ich das mitgenommen. Ich brauche aber mehrere. Zwei brauche ich. Ja. Wurscht, ich nehme einfach die Blendgranaten mit. Brandgranaten. Ja, meine ich ja. Habe ich eh gesagt. Nein, Blend hast du gesagt. Nein, stimmt nicht. Doch. Nein. Ich spule gleich zurück. So, warte. Mal kombinieren. Zack. Na schau, und das können wir auch kombinieren. Jetzt braucht er zwei Plätze. Nun schaut das verkehrt aus. Schaut ein bisschen komisch aus, ja. Immer nur eine nach der anderen. Wie viel Platz haben wir noch? Vier Plätze, das geht aber. Ich muss halt eine Pistole halt leer schießen. Werde ich die leer schießen, die untere. Leg's noch einmal an, ich will das sehen kurz. So geht das. Das schaut nämlich so voll komisch aus irgendwie. So, aber jetzt werde ich wirklich beenden. Jetzt habe ich hier schon eine Viertelstunde zu viel gemacht. Naja, jetzt haben wir, wie viel haben wir? Ein bis zwei Granaten für den Licker. Ja, das geht eh. Das ist nice, da schieße ich einfach alle weg nachher. Das werde ich aber das nächste Mal machen. Genau. Und ich bin wieder dabei. Ja, danke für die Hilfe, gell? Nicht genug Platz. Hoffentlich ist morgen nicht genug Platz auch wieder vorhanden. Und viel Spaß und Glück bei deiner Fahrstunde da. Genau. Bei der Autobahnfahrt. Alles Gute, bau keinen Unfall. Genau. Ja.
Also dann. Ja, auch schönen Abend und danke nochmal für den Follow. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye.